Servus Leute, willkommen zurück zu World of Warcraft. Ja, wir sind wieder in einem normalen Part hier. Der letzte war hier nur so ein Spezialpart. Und jetzt machen wir mal die Quest hier, die hier 15 Minuten andauern soll. Oh shit. Da reiten wir also mit so einem Teil rum. Jetzt haben wir noch 14 Minuten. Oh Gott. Okay, was ist jetzt los? Die Karte sieht ein wenig komisch aus. Hä? Wieso sieht meine Karte so komisch aus? Ah, jetzt kommt was. Die baut sich irgendwie komisch auf. Okay, wir sollen jetzt an den Ort, an diesen Ort und an diesen Ort reisen. Ach so, okay, jetzt funktioniert es wieder. Gut, ich schneide euch jetzt nochmal kurz raus, denn den Weg bis dorthin wollt ihr wahrscheinlich nicht sehen. Und dann sehen wir uns gleich wieder beim ersten Ort. So, da sind wir auch schon an der Tanru-Feste und jetzt sollen wir diesen Typen warnen. Bla bla bla. Ich glaube, das war's schon. Ja, jetzt haben wir die Bestätigung bekommen, dass wir den Oberhäuptling der Tanru-Feste gewarnt haben. Und jetzt müssen wir zum nächsten, zur Azurwacht. Und da werde ich euch natürlich wieder rausschneiden, Leute. Also bis gleich zur Azurwacht. So, Leute, da bin ich wieder. Wir sind an der Azurwacht angekommen. Ich glaube, wir müssen zu dem hier, ja? Ja, Exarch Menelors, oder wie er immer heißt, gewarnt. So, und jetzt müssen wir noch zum Odysseus Landeplatz. Wo müssen wir da lang? Da müssen wir in diese Richtung. Weiß jetzt gar nicht, ob ich hier runter kann. Oh, geht. Mit unserem üblen Elefantenmount. So, und hier werde ich euch natürlich auch wieder rausschneiden, also bis gleich bei Odysseus Landeplatz. So, und da sind wir auch schon wieder bei Landeplatz von Odysseus. Wo ist denn der komische Kauz? Da steht er ja. Grüße. Grüße, ja. Danke für die Warnung. So, unsere Zeit läuft natürlich immer noch. Wir müssen wahrscheinlich wieder zurück. Falsch. Blutmythos-Insel. Ja, wir müssen wieder zurück. Und, naja, okay. Das werde ich natürlich jetzt nicht zeigen, Leute. Wir sehen uns dann gleich wieder bei unserem Questgeber. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder, Leute. Wir sind gleich am Ende dieser Quest schon angekommen. Ja, das ging ja ziemlich schnell, ne? Fast über zwei Minuten haben wir dafür gebraucht. Okay, ich habe ein wenig länger gebraucht. Wir haben jetzt 6 Minuten noch über. Aber die werden wir nicht mehr brauchen. Aber wir bekommen 900 Erfahrungspunkte. Und yeah, mal kräftig winken. Kessel bei Kessel, das Wegelager auf der Blutmythos-Insel. Möchte, dass ihr Lord Xis bei der Asprankenflucht tötet und das Banner der Draenei durch seinen Körper stoßt. Verliert euren Glauben nicht. Wo ist das? Das ist hier. Machtdemonstration. Okay, da werden wir doch gleich mal hingehen. Warte mal, ich hab's jetzt nicht im Target. So, hier. Jetzt haben wir leider keinen so einen Mount mehr. Aber es sind ja nur noch ein paar Level. 8 Level noch. Dann können wir auch einen Mount haben. So, habt ihr schon gesehen, wir haben unsere Heilung verloren. Die können wir jetzt nicht mehr einsetzen. Das habe ich ja letztens noch gar nicht gezeigt, ne? Die können wir jetzt gar nicht mehr einsetzen. Jetzt haben wir nur noch das hier und das kommt dann ab Level 15 kommt hier das erste. Ja. Und hier auch. Irgendwie. Naja, mal gucken. Wie es dann abläuft. Oh nein, ein Gegner. Oh, der hat hier ein gefährliches Teil. Das machen wir mal schnell weg. Boah, das ist eine neue Animation, der, ja, der Kreuzfahrerstoß hat eine neue Animation, oder? Kann das sein? Ach, übrigens, meine Addons sind nicht aktualisiert, deshalb ist das jetzt so alt. Aber das ist ja egal. Muss ich dann mal ändern, ne? Aber keine Sorge, das werden wir schon hinbekommen. Oh nein! Ah, ich bin schon wieder unvorsichtig, ich merke schon. Boah, die neue Animation ist gar nicht mal so schlecht. Natürlich sind die keine Gegner für uns, ey. Die können uns mal kreuzweise. Na, oh, ich drücke schon wieder den falschen Knopf, ey. Tschüss mal. Ja, legt euch nur in den Staub. So, ich möchte mich jetzt auch hier nicht mit jedem rumschlagen. Deshalb versuche ich mal ganz geschickt hier durchzukommen. Alu die Geduldige? Wieso heiße ich Alu die Geduldige?
Jetzt habe ich die ganzen Titel natürlich von meinen Hauptcharakteren. Ich meine, dass ich geduldig bin, weiß ich ja. Ne? Also, das merkt er ja auch. Na ja, komm, Haune frickt. So. Wir werden natürlich dann auch in 2 Wochen dann mal, oder in 3 Wochen, wie auch immer, bei Mists of Pandaria die Mönche mal angucken und so, ne? Und natürlich von 85 auf 90 leveln. Das wird ziemlich cool. Aber ob ich den Mönch dann auch auf 90 spiele, weiß ich nicht. Ich meine, der ist ja so... Also von den, was ich bis jetzt gehört habe, ist er ähnlich wie der... Also zumindest vom Gear und vom Skill und sowas ist er wahrscheinlich ähnlich wie der Druide. Aber der hat natürlich auch seine Eigenheiten. Ich meine, es wäre nicht sinnvoll, einen Druiden einfach umzumodeln und da draußen Mönch zu machen. Das wäre ja total kacke. Oh, die sind hier ein bisschen stärker. Aber wir können uns ja heilen, wenn wir wollen. Wenn wir wollen. Da sind wir auch Level abbekommen und haben gleich mal die Wiedergeburt gelernt. Oder Erlösung, ja. Ja, die hatten wir ja schon mal, aber die haben wir ja wieder verloren. Durch den Patch. Weil die haben ja das ganze System ein bisschen umgemodelt. Und die möchte ich eigentlich hier nicht haben. Jetzt habe ich die Tastendings hier gesperrt. Interface. Aktionsleisten. Leisten fixieren. Das müssen wir jetzt wegmachen. Das hole ich hier. Das ist nämlich immer das, dass das dann automatisch da alles sich hier so reinzoomt. Ich meine, das sieht cool aus. Ne? Das freut einen. Wow, ich muss es nicht mehr aus meinem Inventar suchen, aber wenn man dann natürlich Tasten fixieren hat, dann oder Leisten fixieren, dann ist es halt nicht mehr möglich, das da rauszukriegen, außer man... Oh, soll man den killen? Ja, das ist der. Der war bestimmt auch mal so ein Elite-Mob oder so, denke ich mal. Komm her, du Penner, Lord Xis. Komische Nager-Tippis, ey. Die wollten sie ja auch, waren ja auch mal als Rasse im Gespräch. Ich weiß jetzt bloß nicht, ob es für die Horde oder die Allianz gewesen wäre oder für beide, mal gucken. Die könnte man allerdings im Laufe des Spiels bestimmt auch noch einfügen, irgendwann mal. Wer weiß. Wo sind jetzt die Fahne? Irgendwie sieht man die nicht. Egal. Gut, die Quest hätten wir schon mal abgeschlossen. Da gehe ich jetzt auch gleich mal zurück, dass wir da bei Kessels Wegelager erstmal fertig sind. Jetzt kommt schon wieder ein Nager. Ich bin da echt mal gespannt, wie mein Mob-Let's Play dann ankommt. Ich meine, das wird sich ja nichts ändern. Es kommt ja immer noch World of Warcraft. Das ist ja World of Warcraft, das ist World of Warcraft. Ob ich jetzt hier mit dem Level oder mit meinem Parler von 85 auf 90 Level, wird sich das gleiche sein. Natürlich muss ich ja auch was Neues lernen. Ne? Ich meine, ich habe jetzt seit Jahren nicht mehr gespielt oder seit über einem Jahr nicht mehr. Und jetzt gleich ein neuer Skillbaum. Okay, der ist jetzt wesentlich einfacher als die davor. Also wenn ich da an meine Anfangszeit zurückdenke, da war das noch wesentlich komplizierter. Ich meine, jetzt kann man ja kaum noch Fehler machen. Ich meine, hat man jetzt dann 6 Skillpoints auf Level 90? Pff, das ist doch echt, ja, ich möchte schon sagen, das ist ein Witz. Ich meine, es vereinfacht die Sache natürlich ungemein. Ich meine, umso höher man levelt, umso mehr Skillpoints würde es der dann geben. Ich meine, wenn man jetzt von 85 auf 90 gelevelt wäre, mit dem gleichen System, wären das wieder 5 Skillpoints mehr gewesen. Weil es ja, glaube ich, immer bei jedem Level einen gab, oder? Nee, ich glaube, die haben es sogar schon verkürzt gehabt, dass es nur alle 2 Level irgendwann mal gab. Aber früher war das so, dass man bei jedem Level einen Skillpoint bekam. Ich glaube, das ging noch bis Level 80 dann. Und bis 85 haben sie es dann ein wenig verändert schon. Da haben sie ja auch dann einen neuen Skillbaum eingefügt und jetzt schon wieder und ja. Das läuft dann immer so weiter. So. Da kriegen wir jetzt wieder einen neuen Ausrüstungsgegenstand. Wir nehmen natürlich Kette, da schön Ausdauer drauf. Das freut mich. Sprecht mit Exarch bei der Blutwacht. Bei der Blutwacht. Sind das alles so Exarchen? So, wir nehmen den Gürtel. Wir haben natürlich noch keinen. Dann rüsten wir den gleich mal aus. Ich glaube, ich hatte hier auch noch was. Ja, okay, die Bags sind jetzt auch normal.
Da hat man Stärke drauf. Dann nehmen wir doch auch mal den hier und rüsten den aus. So. Haben wir ein bisschen mehr Energie wieder. Na, ich werde nach dem Part doch mal die Addons aktualisieren. Weil jetzt habe ich einfach mal wieder spontan angefangen. Bla 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 bla. Ihr wisst ja, ne? Da geht so einiges schnell. Gut, dann müssen wir jetzt auch dorthin. Gut, dass wir dorthin gelaufen sind. So. Dann haben wir das gleich, doch gleich geschafft. Warte mal, ich muss gerade mal gucken, wie viel Zeit wir schon verbraucht haben. Okay, gut. 7 Minuten haben wir jetzt rum. Plus die Zeit, die ich vorher vor dem Zurückschneiden, ich denke mal so über 10 Minuten haben wir jetzt. Ja, ich muss immer auf die Uhr gucken, das ist immer so scheiße. Wegen meinem scheiß Internet, das ist immer noch nicht besser. Es wird auch noch einige Monate dauern. Ich denke mal nächstes Jahr erst, Ende nächsten Jahres, leider. Es nervt mich. Es nervt euch. Aber mal gucken. Boah, hier sieht's richtig blutig aus. Ey, das Wasser ist auch so komisch. Shit, ey. Das liegt wahrscheinlich an den Kristallen. Die hier so rumzwacken. Die haben so eine komische, blutige Aura. Eigentlich müssten wir doch jetzt langsam mal hier, bam. Das mit den Geduldigen nervt mich aber gerade ein bisschen. Das können wir hier gar nicht ändern, oder? Oh Gott, wo kann man seine Titel denn nochmal ändern? War das nicht immer hier oben? Ich kann meinen Charakter rumbewegen, toll. Ach, Titel da. Oh, da. Titel. Guck mal, wie viel Titel ich habe. Kein Titel. Gott, ey. Oh, Braumeisterin. Ja, ich habe schon die ganzen Braumeister. Jenkins. Jenkins ist voll der dödliche Titel, ey. Der Pilger, Nobel, geduldige Entdeckerin. Agentum Champion. Ach Gott, die sind alle scheiße. Ich mach einfach aus, ey. Das nervt. Es gibt eigentlich keine guten Titel. Außer die Raid-Titel. Die finde ich mal gut, aber... ich weiß nicht, wie ist der letzte Titel? Retter einer zerschmetterten Welt oder sowas. Ja, den hat ja dann... Ich meine, der war am Anfang ganz cool. Aber dann, nach einer Zeit, hatte den, glaube ich, jeder. Da waren eigentlich dann nur die Titel auf dem heroischen Schwierigkeitsgrad interessant. So, bevor wir die ganzen Quests jetzt hier annehmen, wenn wir erstmal zu unseren Zielen gehen. Hier zu dem Typi zum Beispiel. Tanru-Feste. Gut, da kriegen wir gleich eine neue Waffe hier. Einhändigen Steilkolben, Stärke. Nein, okay. Macht ein bisschen mehr Schaden, ne? Boah, 1150 Erfahrung. Mann, hier, boah, hier haben wir richtig viel was zu tun, Leute. Okay, wir müssen ja auf Level 20 kommen. Aber hier war doch noch einer, oder? Da oben ist der. Oh, fuck. Falsches Zeichen gedrückt. Ah, im Bonsenhaus, ne? Guckt euch die Scheiße an, ey. Was die hier alles hingezaubert haben, ey. So, was gibt's denn, mein Exarch-Kumpel? Ich hatte es bereits im Gefühl, dass ihr bis hierher erschaffen würdet. Ja, ich hab sowas auch im Gefühl. Exarch wie heißt der? Admetius, genau. Bei der Blutwacht wies euch an, mit Verteidiger Boros zu sprechen. Wir sind Verteidiger Boros. Egal. Herold, benutzt die Kristallspitzhacke, um eine Kristallprobe der Absturzstelle von einem Kristall der Absturzstelle zu nehmen. Bringt die Probe zu Herold. Wie heißt der? Ich gehe mal näher ran. Mikulas. Ja, Mikulas, mein Freund, bei der Blutwacht. Ja, wie gesagt, auf 720p zu zocken ist ganz so eine Scheiße, Leute. Kann man das ziemlich schlecht lesen, wenn man sie nicht so nah dran hockt. Und ich möchte nicht so nah an meinem Fernseher sitzen, ey. Das ist nicht gut für die Augen, Leute. Das werde ich bestimmt auch irgendwann merken. Obwohl ich ja schon kurzsichtig bin, aber okay. Aber das könnte auch mal nach hinten losgehen, dass man dann weitsichtig ist und dann braucht man eben eine Lupe zum Lesen.
So, das ist der Verteidiger Boris. Verteidiger Boris bei der Blutwacht möchte, dass ihr 10 Spione der Sonnenfalken tötet. Das hört sich schon wieder nach Blutelfen an. Verteidiger Boris bei der Blutwacht möchte, dass ihr ihm 10 bestrahlte Kristallsplitter bringt. Oh Gott, Junge, das ist voll gefährlich, ne, bestrahlte Sachen. So, aber bevor wir jetzt hier weiter rumgürkeln und uns die ganzen Quests einsammeln, mache ich hier mal Schluss und wir sehen uns dann im nächsten Part von World of Warcraft. Ich hoffe, ihr seid natürlich auch beim Mists of Pandaria Let's Play dann zu World of Warcraft dabei. Ich denke mal schon, ich meine, ihr guckt ja auch hier zu. Wäre ja seltsam, wenn er dann denkt, nö, Mists of Pandaria ist scheiße, Mensch, ich habe keinen Bock drauf. Aber ja, das bleibt euch dann überlassen. Also Leute, bis zum nächsten Mal bei World of Warcraft.